Am 15. März um etwa 6.30 Uhr ging unsere erste Fahrt des Jahres los Richtung Süden. Bei der Raststätte Lanz an der Europabrücke machten wir einen kurzen Zwischenstopp, ehe es für uns weiter auf die Brenner Autobahn ging. Nach etwa 5,5 Stunden inklusive Pause kamen wir mittags am Nordostufer des Gardasees an. Die erste Nacht verbrachten wir, wie im Jahr zuvor, auf dem Camperstop Torbele. Dieser Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet, während die meisten Plätze am Gardasee erst Anfang April eröffnen. Der Stellplatz für 120 Wohnmobile verfügt über Strom, Fähr- und Entsorgung, Sanitäreinrichtungen und einen Minimarkt. Die Lage ist ideal, denn der Platz hat einen direkten Zugang zum Strand und man ist in circa 5 bis 10 Minuten in der kleinen malerischen Altstadt des einstigen Fischerdorfs Torbole. Torbole gilt als Mekka für Wassersportler. Wegen seiner stetigen Winde ist der Ort bei Surfern und Seglern sehr beliebt. Der Charme des ehemaligen Fischerdorfs zeigt sich vor allem am kleinen Hafen gegenüber der Altstadt. Hier zeugt ein altes Zollhäuschen aus dem 18. Jahrhundert davon, dass hier bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die Grenze zwischen Österreich und Italien verlief. Als 1786 Johann Wolfgang von Goethe seine Italienreise unternahm, war er von der Region um Torbole fasziniert. Ein Andenken an den berühmten deutschen Gast stellt die Gedenktafel an der zentralen Piazza Goethe dar. Nach einem späten Mittagessen und einem Bummel durch den Ort spazierten wir gemütlich entlang der Uferpromenade zurück zu unserem Wohnmobilstellplatz.
Der Gardasee ist der größte See Italiens und wurde nach der Gemeinde Garda am Ostufer benannt. Sein antiker Name lautete von etwa 200 v. Chr. Bis 800 nach Christus Lacus Benacus. Dieser soll von einer alten Gottheit namens Benacus abstammen. Auch heute wird der See umgangssprachlich noch häufig Benaco genannt. Der See liegt zwischen den Alpen im Norden und der Poebene im Süden. Im Norden gehört der Gardasee zur Region Trentino-Südtirol, im Westen zur Lombardei und im Osten zu Venetien. Von Norden nach Süden ist er etwa 50 Kilometer lang. Im nördlichen Abschnitt ist er nur 4 Kilometer breit, während im Süden die breiteste Stelle etwa 17 Kilometer misst. Ehe wir am 16. März von Torbole nach Lazise weitergefahren sind, besuchten wir eine Sehenswürdigkeit am Nordufer des Gardasees. Der Parco Grotta Cascata Varone bietet ein einzigartiges Naturschauspiel, welches im Laufe der letzten 20.000 Jahre entstanden ist. Von zwei künstlichen Plattformen aus kann man den Wasserfall der Cascata Varone besichtigen. Beide sind durch einen Weg verbunden, der durch einen botanischen Garten führt.
Die untere Schlucht erreicht man über einen Weg, der in zahlreichen Kurven und Biegungen immer tiefer in den Berg hineinführt. Dabei geht man auf Stegen, die in den Fels gebaut wurden und sich einen Meter über dem Wasser befinden, das unter den Füßen schäumt. Unzählige Spritzer und Gischt lassen die Atmosphäre fast etwas surreal erscheinen. Der Wasserfall wird unterirdisch aus dem Tennosee gespeist. Aus den Rinnsalen entsteht der Magnone, der dann tosend fast 100 Meter in die Schlucht hinunterstürzt. Wer nahe an den Wasserfall herankommen will, sollte auf jeden Fall einen Regenschutz tragen. Der Aufstieg zur oberen Schlucht ist gesäumt von den Blumen- und Pflanzenbeeten des Botanischen Gartens. Durch einen Tunnel erreicht man die 73 Meter lange obere Schlucht. 15 Meter lang ist der Gang, der in das Herz des Berges führt, durch den der Wasserfall tost. Von einer Art Vorsprung aus kann man bestaunen, wie das Wasser mit ungeahnter Kraft in einen knapp 100 Meter tiefen, natürlichen Felsentrichter hinabstürzt. Weil viele Campingplätze zum Zeitpunkt unseres Aufenthalts am Gardasee noch geschlossen hatten, landeten wir als nächstes auf dem Campingplatz Spiaggia d'Oro in Lazise. Vom 16. auf den 17.03. übernachteten wir auf einem Stellplatz der Kategorie Top-Stellplätze. In der autofreien Altstadt von Lazise, der Seepromenade Lungo Lago Marconi und am malerischen alten Hafen Porto Vecchio verbrachten wir am 16. März einen schönen Abend.
Der terrassierte Campingplatz befindet sich direkt am wunderschönen und langen Sandstrand Spiaggia d'Oro. Einige Bereiche des Platzes waren noch nicht geöffnet und Hunde sind nicht überall erlaubt. Keeps me high.